Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Sitzung, wenn ich richtig zähle, in unserer Vorlesung Biologische Psychologie. Wir wollen uns heute mal mit der Signalübertragung nicht zwischen Nervenzellen, sondern zwischen unserem zentralen Nervensystem und unserem peripheren Nervensystem beschäftigen, also mit der Kommunikation zwischen unserem Gehirn und unserem Körper. Dazu sind die Hormone ganz wichtig. Wir haben letzte Woche ja kennengelernt, unsere Neurotransmitter als chemische Botenstoffe zwischen Nervenzellen. Und Hormone ist im Grunde genau das Gleiche, nur dass es eben jetzt nicht nur direkt um die Übertragung zwischen Nervenzellen geht, sondern auch um die Kommunikation zwischen Nicht-Nervengewebe, also zwischen unserem Gehirn beispielsweise und irgendwelchen Drüsen. Das heißt, wir schauen uns heute mal an, was sind eigentlich Hormone, wo kommen die her, wo werden sie produziert, wo gehen sie hin. Genau wie letzte Woche werden wir dann die ganzen Hormone versuchen, in irgendein sinnvolles System zu bringen, also irgendeine Klassifikation vorzunehmen. Und dann werden wir uns noch anschauen, was denn diese ganzen Hormone eigentlich so tun. Also wie Hormone unser Verhalten, unser Denken und unser Erleben regulieren. Ein ganz wichtiger Aspekt unseres hormonellen Systems habe ich Ihnen schon mal hier auf die Folie gepackt, nämlich unsere sogenannte HPA-Achse, unsere Hypophysen, also Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse, Hypothalamus, Pituitary and Adrenal Gland, deswegen HPA-Achse, die ganz relevant ist für all unsere Stressreaktionen. Also wenn Sie dann eines Tages mal eine Klausur schreiben, dann ist genau diese HPA-Achse dafür relevant, dass beispielsweise stressrelatierte Botenstoffe ausgeschüttet werden, sowas wie Cortisol, die dann quasi einfach ihren Erregungszustand modulieren. Und diesen ganzen Zusammenhang wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Machen wir also nochmal einen kleinen Rückgriff auf diese ganze Idee der Signalübertragung. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir in unserem Körper chemische Signale transportieren können. Die direkte Signalübertragung, die haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Das heißt, die direkte Signalübertragung zwischen zwei Nervenzellen. Das waren die chemischen Synapsen, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Das heißt, wir haben eine Präsynapse, da entlasse ich einen Neurotransmitter und dieser Neurotransmitter bindet dann an die Rezeptoren der Postsynapse und kann da dann ein Signal auslösen. Das Ganze funktioniert natürlich aber auch noch nicht nur durch eine direkte Übertragung, sondern ich kann auch eine indirekte Signalübertragung haben über sogenannte Interneurone. Das werden wir uns dann in der nächsten Sitzung mal genauer anschauen, was denn eigentlich diese Interneurone sind. Da geht es also quasi um die Weiterleitung von und die Ausbreitung von Informationen in einem neuronalen Netzwerk. Das werden Sie unter anderem bei Frau Nutmann in Vaco noch kennenlernen. Das haben Sie, glaube ich, jetzt dieses Semester noch nicht. Beispielsweise, wenn wir dann uns die Signalübertragung in der Retina anschauen, da sind solche Interneurone ganz, ganz relevant. Und wir können natürlich dann auch noch diese Neurotransmitter nicht nur direkt an eine Postsynapse ausschütten, sondern wenn wir uns beispielsweise die Signalübertragung an unsere glatte Muskulatur, an unseren inneren Organen anschauen, dann haben wir den Fall, den wir in D sehen, da werden also Neurotransmitter als Botenstoff an Muskeln ausgeschüttet, aber eben nicht gezielt, sondern relativ diffus, um im großen Bereich eines Muskels zu aktivieren. Und das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist der Teil B, nämlich die indirekte Signalübertragung unter anderem über den Blutkreislauf. Denn ganz viel von unseren Hormonen wird über unser Blutsystem transportiert. Das heißt, wir haben irgendwelche Zellen, die einen Botenstoff herstellen, also irgendein Hormon produzieren. Und dieses Hormon wird dann freigesetzt, zum Beispiel in unserem Blutkreislauf, und wird dann in unseren ganzen Körper transportiert. Das heißt, wir haben eine Informationsübertragung, die ist nicht mehr gezielt. Letzte Woche haben wir diese sehr gezielte Informationsübertragung von der Präsynapse auf die Postsynapse, diese sehr präzise Signalübertragung gesehen. Hier im Hormonsystem, da haben wir eine sehr unpräzise Signalübertragung. Da schütten wir also in unseren gesamten Körper einen Botenstoff aus. Das heißt, diese Stoffe reagieren auch oder beeinflussen auch den gesamten Körper. Die Wirkung dabei der Hormone hängt ganz grob davon ab, wie viel Hormon ich ausschütte. Also je nachdem, wie viel Botenstoff ich hier ins Blut freisetze, desto stärker ist die Wirkung.
Außerdem beeinflusst natürlich die Größe der Kontaktfläche zum Blut die Wirkung, also wie viel, also welcher Bereich meines Zielorgans hat Kontakt beispielsweise zum Blut, wo kann ich denn jetzt also genau diese Botenstoffe aufnehmen? Und dann muss ich natürlich noch anschauen, wie viele Rezeptoren habe ich denn an diesem Zielorgan? Also genauso wie wir es bei den Nervenzellen hatten, auch da kann ich ja unterschiedlich viele Rezeptoren an meiner Postsynapse haben, habe ich genauso hier im Hormonsystem, kann ich die Rezeptordichte an meinem Zielorgan rauf und runter modulieren, um damit eben dann die Wirkung dieses Hormons zu steuern. Wenn wir also unser Hormon in unser Blut reinbekommen wollen, dann haben wir zwei ganz grobe Übertragungswege. Und diese Übertragungswege hängen davon ab, welche Eigenschaften unser Hormon hat. Hormone können entweder hydrophil oder hydrophob bzw. lipophil sein. Das sind zwei Begriffe, die kennen Sie vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Irgendwann in der Oberstufe haben Sie so Eigenschaften von Stoffen kennengelernt. Ich vermute, es war Chemie, nämlich eben ist ein Stoff, kann ein Stoff eine Bindung mit Wasser eingehen oder nicht. Und genauso haben wir bei unseren Hormonen eben Stoffe, die sind hydrophil. Die binden also, die sind also löslich in Wasser. Das heißt aber, die können die Zellmembran nicht durchdringen. Ne? Erinnern Sie sich nochmal dran, unsere Zellmembran, das war diese Doppellipidschicht, also ist im Grunde eine Fettschicht. Und wenn wir einen wasserlöslichen Stoff haben, dann kommt der durch dieses Fett nicht durch. Das heißt, um diesen hydrophilen Stoff aus unserer Zelle rauszubekommen, brauchen wir diesen Prozess, den wir letzte Woche schon kennengelernt haben, nämlich das Freisetzen unseres Botenstoffs über die Exozytose, also über unsere Vesikel, die mit der Zellmembran fusionieren und dann eben hier den Stoff direkt in den Blutkreislauf freisetzen. Auf der anderen Seite haben wir eben unsere lipophilen oder hydrophoben Transmitter, unsere Hormone. Das heißt, die können direkt die Zellmembran durchdringen, also die sind fettlöslich, die können also direkt durch diese Fettschicht hindurch wandern, eben durch dieses Cholesterin, was wir als so kleine Bläschen in der Zellmembran haben, können also direkt hindurch wandern und dann direkt ins Blut übergehen. Da haben wir dann andersrum das Problem, dass diese lipophilen Botenstoffe nicht im Blut einfach so lösbar sind, sondern da brauchen wir Transportmoleküle im Blut. Also je nach Eigenschaften von Hormonen brauchen wir also unterschiedliche Freisetzungsmechanismen und auch unterschiedliche Transportmechanismen. Zwei Begriffe, die wir hier schon mal kennenlernen sollten, die heute immer wieder aufkommen, sind auf der einen Seite exokrin und auf der anderen Seite endokrin. Endokrin, das bedeutet, wir haben kein Ausführungsorgan, sondern dieser Stoff wird irgendwo anders im Körper verwendet. Also Endo, ne, also irgendwas Körperbezogenes. Das heißt, wir geben unser Hormon, unseren Stoff an das Blut ab und er wird dann irgendwo ansonsten im Inneren des Körpers verwendet. Auf der anderen Seite exokrin, das bedeutet, wir haben ein Ausführungsorgan, das heißt, dieser Stoff wird direkt an ein ganz bestimmtes Organ weitergegeben oder beispielsweise an die Körperoberfläche weitergegeben. Also beispielsweise denken Sie an Ihre Schweißdrüsen. Das sind eben Drüsen, die produzieren einen Stoff, der direkt an die Körperoberfläche abgegeben wird. Das Interessante dabei, werden wir nachher auch noch genauer kennenlernen, ist, dass die Körperoberfläche auch beispielsweise die Oberfläche Ihres Magen-Darm-Trakts meint. Das ist ja quasi auch, wenn Sie sich quasi Ihren Körper so als Schlauch vorstellen, ist auch Ihr Magen-Darm-Trakt ein Kontakt zur Außenwelt. Und die Stoffe, diese beiden Begriffe, die werden uns heute noch so ein bisschen begleiten. Genauso wie die beiden unterschiedlichen Arten von Hormonen, hydrophil und lipophil, unterschiedliche Freisetzungs- und Transportmechanismen haben, haben sie auch unterschiedliche Wirkmechanismen. Denken wir mal dran, okay, wir haben unser hydrophiles Hormon, das kann nicht einfach durch eine Zellmembran hindurchwandern. Das heißt, wir haben wieder das gleiche Problem, das wir bei unseren Neurotransmittern haben. Wir müssen irgendwie, damit dieser Botenstoff eine Wirkung auslösen kann, müssen wir hier irgendeinen Rezeptormechanismus haben. Sprich, das ist im Grunde genau das Gleiche, was wir letzte Woche bei unseren Neurotransmittern schon kennengelernt haben. Wir haben also einen Rezeptor in der Zellmembran und unser Hormon bindet an diesen Rezeptor und bewirkt dann eine ganz bestimmte intrazelluläre Signalkaskade.
Also im Grunde, das sind ganz ähnlich den metabotropen Rezeptoren, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Das heißt, wir haben hier dann unsere Hormone, die binden an einen Rezeptor und diese Rezeptorbindung führt dann dazu, dass im Inneren der Zelle ganz bestimmte Signalkaskaden ausgelöst werden, die dann dazu führen, dass beispielsweise unser Zielorgan einen ganz bestimmten Botenstoff produziert oder etwas ganz Bestimmtes ausführt. Auf der anderen Seite, unsere lipophilen Hormone, die können ja einfach durch die Zellmembran hindurchwandern, das tun die auch. Da haben wir aber natürlich, dann brauchen wir auch irgendwie Rezeptoren für diese Botenstoffe und diese Rezeptoren, die befinden sich im Zellkern. Das heißt, wir haben ja schon kennengelernt, aus was so eine Zelle aufgebaut ist, und haben gelernt, okay, eine Zelle drin ist unser Zellkern mit einer porigen Zellkernmembran. Und in diesem Zellkern, da liegt nicht nur unsere DNA rum, sondern da haben wir dann auch Rezeptoren, die eine Bindungsstelle für unsere lipophilen Hormone haben. Und dann kann eben quasi unser lipophiles Hormon an diese im Zellkern vorhandenen Rezeptoren binden. Und das kann dann eben einen ganz bestimmten Schritt der DNA-Transkription auslösen. Ich glaube, in der Sitzung, in der wir uns eben dann auch diese ganze Gentranskription angeschaut haben, gab es die Frage, ja, Moment mal, warum und wann werden denn eigentlich ganz bestimmte Gene transkribiert? Das ist eben so ein Beispiel dafür, wenn eben ein Botenstoff, ein lipophiles Hormon in unsere Zelle hineinwandert und dann an einen Rezeptor im Zellkern bindet, dann ist das unser Signal, dass wir ein ganz bestimmtes Protein, also die DNA auslesen, um dann ein ganz bestimmtes Protein zu synthetisieren. Und dann haben wir eben diesen ganzen Kreislauf, den wir am Anfang schon kennengelernt haben. Ich habe einmal eine Frage zu den lipophilen Hormonen. Sind da keine Ionotropenrezeptoren möglich? Die Frage geht danach, ob bei den hydrophilen Rezeptoren Ionotrope, also ob es da Ionotrope Rezeptoren gibt. Ich kann es jetzt spontan nicht ausschließen, aber ausgehend davon, wo und wann diese Hormone ihre Wirkung auslösen, geht es hier weniger um einen Ionentransport. Also den Ionentransport, den brauchen wir vor allem, ja, wenn wir ein erregendes oder hemmendes postsynaptisches Potenzial auslösen wollen. Und das ist nicht der Mechanismus, über den die Hormonwirkung ausgeführt wird. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Erste Klasse, hydrophile Hormone sind eben wasserlöslich, die können nicht durch unsere Zellmembran hindurchwandern. Das Ziel ist es also, dass wir hier Rezeptoren in der Zellmembran haben, die dann eine Second-Messenger-Kaskade auslösen können. Das haben wir also quasi einen ähnlichen Prozess, wie wir es bei unseren metabotropen Rezeptoren für unsere Neurotransmitter haben. Und Beispiele für diese hydrophilen Hormone sind eben auch, haben wir letzte Woche zum Beispiel schon kennengelernt, unser Adrenalin. Adrenalin haben wir letzte Woche als Neurotransmitter kennengelernt, ist aber ein Stoff, der kann auch als Hormon wirken. Auch da haben wir quasi den gleichen Signalprozess dann eben hier über diese Metabotropenrezeptoren. Auf der anderen Seite unsere fettlöslichen Hormone, unsere lipophilen Hormone, die können eben unsere Zellmembran durchwandern, passieren. Da haben wir also dann unsere Rezeptoren im Zellkern. Da geht es dann vor allem um die Aktivierung einer DNA-Transkription. Beispiel für diese lipophilen Hormone, werden wir auch gleich noch genauer kennenlernen, sind sogenannte steroide Hormone, beispielsweise Cortisol oder Sexualhormone, die dann eben beispielsweise Cortisol ganz relevant sind für unsere Reaktion auf Stress. Jetzt haben wir kennengelernt, erstmal die zwei unterschiedlichen groben Klassen von Hormonen. Und jetzt schauen wir uns an, wie können wir denn diese Hormone in unserem Körper verteilen. Der klassische Beispielfall für die Ausbreitung von Hormonen ist die endokrine Signalübertragung. Also, deswegen, endokrin, das ist immer alles, was mit unserem Hormonsystem zusammenhängt. Deswegen gibt es auch eben das Feld der Endokrinologie, die sich dann eben mit der Hormonwirkung beschäftigt, unter anderem dann eben auch beispielsweise mit der Wirkung von Hormonen auf unser psychisches Befinden. Der klassische Fall ist eben, dass wir haben eine hormonproduzierende Zelle. Und diese hormonproduzierende Zelle, die produziert unser Hormon, gibt das dann eben an unser Blutsystem ab und dann wandern diese Hormone durch unseren Körper und binden dann irgendwo ganz weit entfernt an unser Zielorgan und lösen dann da eine ganz bestimmte Signalkaskade aus.
Ganz wichtig eben, wenn wir quasi ein hydrophiles Hormon haben, dann kann das quasi einfach so im Blut transportiert werden. Die Lipophilen, da müssen wir eben quasi in irgendwelche Bindungsstoffe an irgendwelche Trägermoleküle in unserem Blut binden. Und jetzt können wir dieses klassische Beispiel der endokrinen Signalübertragung können wir jetzt noch ein bisschen komplizierter machen, indem wir uns überlegen, was ist denn eigentlich diese komische Zelle, die hier unsere Hormone produziert? Und dann sind wir bei der neuroendokrinen Signalübertragung. Wenn wir uns also anschauen, wir sind immer noch im gleichen Fall, wir haben eine hormonproduzierende Zelle, die produziert ein Hormon und dieses Hormon wirkt ganz weit entfernt von der Quelle irgendwo im Körper. Und wenn wir uns dann anschauen, gibt es irgendwie hier eine ganz spezifische Zusammenarbeit zwischen unserem Nervensystem und unserem Körper, dann spricht man eben von der Neuroendokrinologie oder neuroendokrinen Wirkung. Und da wird es jetzt ein bisschen ungenau und da ist auch die Definition von Herrn Chandri, weil falls Sie das Kapitel im Buch von Herrn Chandri schon gelesen haben, finde ich nicht sonderlich elegant seine Definition von neuroendokrin und neurokrin. Deswegen, ich habe es mal hier übernommen, also endokrine Drüsen, die auf Nervenzellen wirken. Also wir haben irgendeine hormonproduzierende Wirkung und diese hormonproduzierende Wirkung wirkt dann auf eine Nervenzelle. Dann spricht man hier von der neuroendokrinen Signalübertragung. Ein Beispiel dafür wäre eben, was ich vorhin schon angesprochen hatte, in unserer HPA-Achse am Ende wird eben Cortisol aus unseren Nebennieren freigesetzt und dieses Cortisol, ein sogenanntes Glukokortikoid, kann dann wiederum eine Wirkung an Rezeptoren, an Nervenzellen im Gehirn ausüben. Auf der anderen Seite, wenn jetzt unsere produzierenden Zellen Nervenzellen sind, dann spricht man von einer neurokrinen Signalübertragung. Das heißt, wir haben Nervenzellen, diese Nervenzellen, die produzieren einen chemischen Botenstoff und dieser chemische Botenstoff, der wirkt dann wiederum auf eine endokrine Drüse, also eine hormonproduzierende Drüse oder ein Organ. Das werden wir gleich noch genauer kennenlernen, also beispielsweise unser Hypothalamus, der produziert einen Transmitter und dieser Transmitter wirkt auf vom Hypothalamus, wirkt er auf die Hypophyse, in dem Hypothalamus Pituitary, der erste Schritt unserer HPA-Achse, vom Hypothalamus auf die Hypophyse und dann bewirkt quasi diese Signalisierung von Nervenzellen aus dem Hypothalamus auf unsere hormonproduzierende Drüse, die Hypophyse, bewirkt dann, dass dort andere Hormone produziert werden. Also das sind eben zwei Begriffe, Neuroendokrin und Neurokrin, das hat dann immer irgendwas zu tun mit der Übertragung zwischen Nervenzellen und unseren Organen. So, jetzt gab es in der Mitte eine Frage oder hat sich das geklärt? Okay, wunderbar. Schauen wir uns also diese neurokrine Signalübertragung nochmal genauer an. Auch hier eben, unser Botenstoff wirkt weit entfernt von der Quelle. Quelle eben Nervenzellen, das heißt, wir haben hier Übertragungsstoffe, die sind so ähnlich wie Neurotransmitter. Ziel können dann eben sein, entweder andere Nervenzellen, das wären dann eben so die neuromodulatorische Wirkung, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Da haben wir beispielsweise Adrenalin und Noradrenalin kennengelernt als Neuromodulatoren. Das heißt, hier kommen wir in so ein bisschen so ein Definitionsproblem hinein. Wie definiere ich jetzt Hormon und wie definiere ich Neuromodulator und wie definiere ich einen Neurotransmitter? Das ist also nicht so ganz einfach zu klären. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wo kommt mein Übertragungsstoff her und wo geht mein Übertragungsstoff hin? Also wenn wir quasi von einer Nervenzelle zu einer Nervenzelle eine Signalübertragung haben, dann ist es entweder ein Neurotransmitter oder ein Neuromodulator, je nachdem, was er tut. Aber je nachdem, was für einen Stoff wir als Übertragungsstoff haben, kann man eben im Grunde das Ganze auch wie eine hormonelle Übertragung sich anschauen. Genau das Gleiche haben wir eben bei unserem Übertragen von Nervenzellen auf unsere Muskeln. Da haben wir eine sogenannte Myomodulation, Myo eben der Muskel. Auch hier quasi, ne, wir haben unsere Nervenzelle, die Nervenzelle produziert einen Transmitter, der dann direkt auf unser Zielorgan, in dem Fall auf den Muskel wirkt. Und schlussendlich, wenn es dann wirklich um die Beeinflussung von hormonproduzierendem Gewebe geht, also von hormonproduzierenden Drüsen, dann haben wir die sogenannte Glandulomodulation, also irgendwelche
Glands, also irgendwelche Drüsen, die hier moduliert werden. Und dann kann man noch ein bisschen unterscheiden, okay, ist jetzt diese Signalübertragung, ist die weit entfernt oder ist die am gleichen Organ? Wenn wir also eine Signalübertragung an benachbarte Organe haben, dann spricht man von einer parakrinen Signalübertragung, also das heißt, wir produzieren ein Hormon, das wirkt irgendwo anders im Körper, also an benachbartes Gewebe beispielsweise. Wir haben innerhalb eines Organs zum Beispiel Zellen, die nebeneinander liegen, aber unterschiedliche Arten von Zellen. Das werden wir gleich noch in der Schilddrüse oder in der Bauchspeicheldrüse kennenlernen. Das ist dann eben die parakrine Signalübertragung. Da wird der Stoff also nicht extra großartig in unser Blutsystem freigesetzt, sondern da werden einfach diese Signale innerhalb eines Organs weitergegeben. Wir haben also eine lokale Wirkung innerhalb eines ganz bestimmten organischen Gewebes, um hier unterschiedliche Anteile eines Organs miteinander zu koordinieren. Auch ein schönes Beispiel dafür ist eben, wenn wir uns in den Finger schneiden, dann werden bei dieser Verletzung unserer Haut werden dann eben ganz bestimmte Botenstoffe freigesetzt, Histamine. Kennen Sie diejenigen von Ihnen, die an Heuschnupfen leiden, kennen die Histamine vielleicht auch, sind da auch ganz stark beteiligt dran, die dann eben quasi an dem Ort, wo wir uns in den Finger geschnitten haben, eine ganz bestimmte Signalkaskade auslösen, um dann beispielsweise die Blutzirkulation zu verändern oder die Schmerzwahrnehmung zu beeinflussen. Das heißt, wir sind aber bei dieser parakrinen Signalübertragung, da transportieren wir die Informationen nicht sonderlich weit, sondern wir bleiben in einem Organ. Wenn wir im gleichen Organ, in der gleichen Zelle bleiben, dann haben wir die autokrine Signalübertragung. Das heißt, das ist quasi ganz ähnlich dessen, was wir letzte Woche kennengelernt haben mit dem Autorezeptor an Nervenzellen. Das heißt, wir haben an dem produzierenden Organ selbst Rezeptoren, die auf die Freisetzung des Botenstoffs reagieren, um dann beispielsweise die Signalübertragung zu stärken oder zu hemmen. Das heißt, wir können da damit eben quasi auf die Freisetzung des Botenstoffs direkt reagieren, um hier die Freisetzung zu beeinflussen. Gibt es dazu von Ihnen erstmal zu diesem ganzen Haufen an Begriffen, die ich Ihnen an den Kopf geworfen habe, irgendwelche Fragen, die wir noch klären sollen? Ja. Sie meinen hier die Diffusion, also die Frage. Bei Schaubild D. Ja. Genau, also die Frage bezieht sich auf Schaubild D. Wie kann man sich eben jetzt diese indirekte Signalübertragung über diffuse Verzweigungen vorstellen? Das werden wir kennenlernen in der Sitzung, wenn wir uns mit unserem Muskelsystem, unserem Bewegungssystem auseinandersetzen. Da werden wir kennenlernen, dass an der Signalübertragung an beispielsweise unser Darmmuskelsystem, da haben wir Nervenzellen, die entlassen unseren Neurotransmitter, der auf die Muskeln wirkt. Und dieser Neurotransmitter, der wird aber nicht direkt auf eine einzelne Muskelzelle freigesetzt, sondern der wird quasi in den Bereich der Darmmuskulatur ausgeschüttet. Da haben wir also quasi auch an einem Axon nicht nur ein Axonterminal, aus dem Neurotransmitter freigelassen wird, sondern wir haben mehrere Freisetzungsstellen entlang des Axons, um dann quasi so relativ diffus, relativ breit, beispielsweise entlang unseres Darms eine Muskelaktivität auszulösen. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir uns mit dem Bewegungssystem auseinandersetzen. Das ist Sitzung 8 oder so. Ja. Genau, die Frage geht, ob der Begriff Zusammenarbeit bei der autokrinen Signalübertragung treffend ist. Das ist Zusammenarbeit im weitesten Sinne. Wir haben also eine Selbstregulation unserer Drüse,
Also quasi die Drüse arbeitet mit sich selber zusammen, dass sie sich selber quasi bremst. Das ist auch die Idee, auch dieser Autorezeptoren, dass ja eigentlich ein Übertragungsstoff freigesetzt wird, um eine andere Zelle zu beeinflussen, die aber gleichzeitig auf die Zelle selbst zurückwirkt, um hier so eine Feedback-Schleife zu haben. Ja, Sie haben recht, Zusammenarbeit bei einer Zelle ist ein bisschen weit oder viel gesprochen, aber es geht ja quasi um die Selbstregulation der Nerven. Dann haben wir jetzt grob kennengelernt, wie sich hydrophile und lipophile Hormone unterscheiden und wie wir die Hormone irgendwie durch die Gegend transportiert bekommen. Jetzt schauen wir uns noch mehr an, wie wir unsere ganzen Hormone unterschiedlich klassifizieren können und wie wir diese unterschiedlichen Klassifikationen auch in unterschiedliche Funktionen dann einteilen können. Das heißt, wir können unsere Hormone entweder danach klassifizieren, wo sie gebildet werden, also ob sie an hormonproduzierenden Gewebe oder außerhalb von hormonproduzierendem Gewebe gebildet werden, ob sie auf Hormondrüsen wirken oder ob sie direkt eine Wirkung auslösen oder entlang ihrer chemischen Struktur. Fangen wir mit der chemischen Struktur an, weil das haben wir letzte Woche im Grunde schon kennengelernt bei den Neurotransmittern. Eine große Klasse von Hormonen sind die sogenannten Peptidhormone. Peptidhormone, die funktionieren ganz ähnlich, werden ganz ähnlich synthetisiert wie unsere Neurotransmitter, also ein ganz ähnlicher Prozess der Herstellung, wie wir auch schon von den Neurotransmittern kennen. Wir haben also lange Aminosäuresequenzen, die wir irgendwie synthetisieren müssen. Und aus diesen sehr, sehr großen Molekülketten werden dann kleine Bereiche herausgeschnitten, die eine ganz bestimmte Funktion erfüllen. Das ist im Grunde genau das Gleiche, was wir auch schon bei unseren Neurotransmittern kennengelernt haben. Wir haben also eine ganz bestimmte Proteinsynthese und dann werden diese ganz bestimmten Proteine zu einer ganz bestimmten Funktion aufbereitet. Das funktioniert aber eben nicht nur an unseren Nervenzellen, sondern es funktioniert auch an eben hormonproduzierenden Zellen, beispielsweise eben in der Bauchspeicheldrüse, wo sowas wie Insulin produziert wird. Ein Insulin, das eben ein Hormon, das in unseren Energiehaushalt eingreift. Ganz wichtig für unser psychisches Erleben ist die Nebenniere oder beziehungsweise die Nebennierenrinde. Da wird unter anderem ACTH, das adrenokortikotrope Hormon produziert. Adrenokortikotrope, das ist also ein Hormon, das dann wiederum auf die Produktion eines anderen Hormons wirkt. Also das bewirkt dann die Ausschüttung von unserem Cortisol. Cortisol haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das ist dieses Ding, was irgendwie relevant ist für unsere Stressreaktion. Neben den Peptidhormonen haben wir auch noch Aminosäurederivate. Also das sind eben dann kleinere Aminosäureketten. Da haben wir gerade eben die Peptide, waren ganz großen Aminosäureketten. Wenn wir kleinere Aminosäureketten haben, dann haben wir eben unsere Aminosäurekettenderivate. Das ist dann eben auch wiederum ähnlich unseren Neurotransmittern. Wir haben es hier ja schon mal, Adrenalin, Noradrenalin, haben wir letzte Woche schon kennengelernt, wie die gebildet werden, woraus sie synthetisiert werden. Eben auch hier eine Wirkung als ein Hormon. Auch hier Adrenalin und Noradrenalin werden eben im Nebennierenmark synthetisiert, gebildet, können aber eben auch direkt in einem Gewebe produziert werden, also aglandulär, also außerhalb eines hormonproduzierenden Organs. Beispielsweise haben wir eben direkt in unserer Haut, haben wir quasi Bildungsstellen für die Histamine, die Mastzellen, werden wir auch noch genauer kennenlernen. Dann haben wir auch noch unsere Steroide. Steroide hatte ich auch schon mal kurz erwähnt. Das ist beispielsweise eben unsere Glukokortikoide. Unser Cortisol ist ein solches Steroid. Das Interessante an diesen Steroiden ist, dass die eben, wir haben es schon kennengelernt, die sind lipophil, die können also direkt durch die Zelle hindurch wandern. Die werden also nicht erst in Vesikeln gespeichert, sondern die werden produziert und dann direkt aus der Zelle weitergegeben. Die werden also nicht erst großartig in Vesikeln verpackt, sondern die können dann direkt nach der Produktion abgegeben werden. Und zu guter Letzt haben wir noch unsere Fettsäurederivaten, die sogenannten Eicanosiden. Die werden alle aus einer ganz bestimmten Säure gebildet, der Arachnoidsäure. Die werden vor allem im Gewebe gebildet, also auch wieder aglandulär, also außerhalb der
der hormonproduzierenden Gewebe, vor allem dann, wenn es um diese ganzen Entzündungs- und Schmerzprozesse geht, wenn wir uns eben beispielsweise, ich hatte vorhin das Beispiel schon genannt, wenn wir uns schneiden, dann wird eben eine ganz bestimmte Signalkaskade ausgelöst, die eben unsere Schmerzwahrnehmung moduliert oder eben dann auch dazu führt, dass das verletzte Gewebe stärker durchblutet wird. Das sind eben diese ganzen Prozesse, die hier dann durch die Fettsäurederivate ausgelöst werden. Ganz viele Schmerzmittel, wenn Sie beispielsweise Aspirin nehmen, dann wirkt dieses Aspirin auch auf die Funktion von diesen Fettsäurederivaten. Also beispielsweise wirkt Aspirin, das kennen Sie ja alle, wenn Sie irgendwie feiern waren und am nächsten Tag Kopfschmerzen haben oder am besten nehmen Sie es noch, bevor Sie schlafen gehen, dann wirkt es besser. Wenn Sie dann Aspirin nehmen, dann bewirkt dieses Aspirin, dass Ihre Kopfschmerzen verhindert werden, denn Aspirin hemmt beispielsweise die Synthese von diesen Prostaglandinen, hemmt also genau diese schmerzfördernden Prozesse. Genauso unser Cortisol, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Cortisol, ganz relevant eben für unsere HPA-Achse, für die Stressreaktion, ist eben auch ein Hormon, das hemmend wirkt auf die Synthese von diesen Fettsäurederivaten. Deswegen, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie gestresst sind, dann unterdrückt dieser Stress Ihre Entzündungsreaktion. Also beispielsweise Stress wirkt sich darauf aus, wie Ihr Körper mit Verletzungen umgeht oder wie Ihr Körper eben auf äußere Einflüsse reagiert. Das kennen Sie vielleicht, Sie haben ja kürzlich alle erst Abitur geschrieben. Abitur war vielleicht für Sie so ein bisschen stressig und vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen die Erfahrung gemacht, dass Sie nach Ihrem Abitur krank geworden sind. Das heißt, dieser Stress, den Sie bei so einer Prüfung haben, der wirkt sich unter anderem auf Ihr Immunsystem aus, dass Ihr Immunsystem heruntergefahren. Das heißt, hier werden ganz viele eben beispielsweise Entzündungsprozesse reduziert und dann, wenn dieser Stress weg ist, dann kann quasi Ihr Immunsystem kann wieder reagieren und dann haben Sie anschließend Ihre Erkrankungssymptome. Können Sie jetzt mal nach dem Semester mal ausprobieren, wenn dann die nächsten Klausuren anstehen, also wenn Sie dann Psy B6 schreiben, was ja auch stressig ist, oder Statistik schreiben, können Sie mal sich mal anschauen, okay, wie reagiert denn eigentlich Ihr Körper auf eben die Produktion, auf diesen Stress, den die Prüfung bei Ihnen auslösen und kann das beispielsweise eben reduzierend auf Entzündungen oder Ihre Immunreaktion wirken. So, gibt es erstmal zu diesen unterschiedlichen Hormonklassen noch irgendwelche Fragen? Okay, dann schauen wir uns an, wie können wir unsere Hormone klassifizieren nach dem Zielort, also danach, wo sie wirken. Wir hatten es schon, ich hatte es schon kurz erwähnt, entweder wirken unsere Hormone eben auf anderes hormonproduzierendes Gewebe, dann haben wir die sogenannten glandotropen Hormone, also Hormone, die auf andere hormonproduzierende Organe wirken. Das heißt, wir produzieren ein Hormon, dieses Hormon wird zum Beispiel in unser Blut freigesetzt oder eben Parakrin wirkt es auf benachbarte Organe und das bewirkt dann die Bildung und Freisetzung weiterer Hormone. Das ist eben genau, denken wir wieder an die HPA-Achse, dieser Prozess der immer weiteren Hormonproduktion entlang unserer HPA-Achse. Das heißt, wir sehen es hier in dem Schaubild ganz kurz schon mal angerissen. Wir haben also irgendeinen Reiz, irgendeinen Stressor, also irgendeinen Reiz, der Sie stresst. Also der Reiz, der Sie stresst, ist Ihre Statistikklausur zum Beispiel. Und dieser Reiz der Statistikklausur, der bewirkt eben dann eine Aktivierung Ihres Hypothalamus. Im Hypothalamus werden dann eben beispielsweise TRH, Thyrotropin-Releasing-Hormon, also ein Hormon produziert. Und dieses Hormon, das wirkt dann auf unsere Hypophyse und in dieser Hypophyse, da wird dann das nächste Hormon produziert, das TSH, Thyrotropin, und dieses TSH, das wirkt dann auf unsere Schilddrüse, da haben wir dann die nächste hormonproduzierende, das nächste hormonproduzierende Organ oder eben auch auf unsere Nebenniere. Das heißt, wir haben hier so eine Kaskade von Hormonen, die eben quasi ein Organ das nächste beeinflusst, um hier dann eine ganz bestimmte Reaktion hervorzurufen.
Auf der anderen Seite können wir eben effektorische Hormone haben. Das heißt, unsere Hormone wirken nicht auf hormonproduzierendes Gewebe. Das heißt, sondern die bewirken dann direkt eine ganz bestimmte Funktion. Also wir setzen also unser Hormon ins Blut frei und dann bewirkt quasi dieses Hormon direkt eine Wirkung. Also nehmen wir beispielsweise die direkte Wirkung aus den also wir haben hier in unserer Schilddrüse die Nebenschilddrüsenorgane. Wir kommen gleich dazu, es fällt mir gerade der Name nicht ein. Kommen gleich dazu. Hier sind sie, die Nebenschilddrüse. Genau, die Nebenschilddrüse, die produziert also hier PTH und dieses PTH führt dazu, dass beispielsweise aus unseren Knochen Calcium freigesetzt wird. Moduliert also, wie viel Calcium in unserem Körper vorhanden ist. Also wir speichern Calcium in unseren Knochen und wir können dieses Calcium aus unseren Knochen auch wieder abbauen. Bewirkt dann, dass beispielsweise dieses Calcium über unsere Nieren wieder aufgenommen wird, um dann eben eine Wirkung in unserem weiteren Körper ausführen zu können. Das heißt, wir haben hier diese effektorischen Hormone, die haben direkt eine Wirkung in unserem Körper. Die müssen nicht erst auf irgendein anderes hormonproduzierendes Organ wirken. Und zu guter Letzt können wir uns auch noch anschauen, wo kommen denn eigentlich unsere Hormone her? Das heißt, wir können unsere Hormone danach klassifizieren, wo die denn in unserem Körper produziert werden. Wir haben so ein paar ganz, ganz wichtige, ganz zentrale Produktionsstätten für Hormone entlang unseres gesamten Körpers, also vom Gehirn, vom Hypothalamus bis runter eben zu unseren Keimdrüsen. Das erste Organ, was wir uns dabei anschauen müssen, ist unser Hypothalamus. Hypothalamus, der ist quasi in der Mitte von unserem Gehirn. Da kann ich jetzt schlecht drauf zeigen, weil der wirklich genau in der Mitte ist. Also wir haben unseren Thalamus und unterhalb des Thalamus, da befindet sich, wie der Name schon sagt, der Hypothalamus. Und dieser Hypothalamus, das ist die ganz zentrale und ganz wichtige Verschaltungsstelle und Kontrollstelle für die Interaktion zwischen unserem endokrinen und Zentralnervensystem, unserem endokrinen System und unserem vegetativen System. Also quasi die Kontaktstelle zwischen unserem Gehirn und unserem Körper. Hier kommen also Informationen an aus unserem zentralen Nervensystem und entsprechende Informationen aus unserem zentralen Nervensystem, die hier ankommen, bewirkt unser Hypothalamus, dass dann eben die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse, ganz bestimmte Hormone entlässt. Dieser Hypothalamus, hier rot eingekastelt, ne, so besteht es auch nicht ein Organ, sondern besteht eigentlich aus mehreren kleinen Kerngebieten, die jeweils ganz unterschiedliche Funktionen haben können. Diese unterschiedlichen Funktionen beziehen sich aber in erster Linie darauf, wo denn dieser Hypothalamus jetzt gerade seine Signale herbekommt. Also jedes von diesen Kerngebieten steht mit anderen Bereichen unseres Gehirns in Kontakt. Wir haben in diesem Hypothalamus, da haben wir zwei Pfade, nämlich einmal den parvozellulären Pfad und den magnozellulären Pfad. Diese beiden Begriffe, die werden Ihnen noch ein paar Mal begegnen, unter anderem im Auge. Lassen Sie sich davon nicht verwirren. Parvozellulär und magnozellulär bedeutet nur, dass wir einen Pfad haben mit kleinen Nervenzellen und einen Pfad haben mit großen Nervenzellen. Ein parvozellulärer Pfad ist also ein Signalpfad mit kleinen Nervenzellen. Ein magnozellulärer Pfad ist ein Signalpfad mit großen Nervenzellen. Der Hypothalamus bildet also selbst Hormone und sendet die an die Hypophyse, an die Hirnanhangdrüse über den parvozellulären Pfad. Das heißt, wir haben hier eine direkte Verbindung zwischen Hypothalamus und Hypophyse. Auf der anderen Seite haben wir eben den magnozellulären Pfad und dieser magnozelluläre Pfad, der läuft vom Hypothalamus über die Hypophyse, aber bewirkt dann nicht eine Hormonfreisetzung in der Hypophyse, sondern da werden dann die Hormone selbst direkt freigesetzt. Werden wir uns gleich noch genauer anschauen, wenn wir uns die Hypophyse anschauen.
Was Sie sich auf jeden Fall bei der Hypophyse merken sollten, ist, dass hier eben, dass genau diese Hypophyse ganz zentral ist, um eben Ihren Körper irgendwie zu modulieren. Also die Hypophyse ist immer der Anfangspunkt, beispielsweise, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, unserer HPA-Achse. Also wir haben also irgendeinen Reiz, denken wir da an einen Reiz, der Sie stresst, Ihre Statistikklausur, die Wahrnehmung dieser Statistikklausur, Sie sehen die Klausur vor sich, dieser visuelle Reiz führt dazu, dass eben dieses visuelle Signal in den Hypothalamus eingespeist wird und das bewirkt dann eine ganz bestimmte Stressreaktion. Hinter dem Hypothalamus haben wir eine sehr kleine und ganz interessante Drüse, die Epiphyse, die Zirbeldrüse. Descartes, ein alter Philosoph, dachte, das ist der Sitz von Körper und Geist. Quasi das ist die Epiphyse, das ist das Steuerungszentrum für Körper und Geist. Da hat er leider nicht recht gehabt, aber diese Epiphyse ist ganz interessant, denn diese Epiphyse, die ist so ein bisschen lichtempfindlich, die bekommt also ganz viel Input aus unserem visuellen System und entsprechend des Lichteinfalls, also quasi der Helligkeit, die über unser visuelles Signal signalisiert wird, bewirkt diese Epiphyse dann die Synthese von Melatonin. Und Melatonin, das ist ein Hormon, ein Botenstoff, der ganz relevant ist für unseren Schlaf und für die Schlafsteuerung. Also in Abhängigkeit der Helligkeit draußen ist unsere Epiphyse aktiv und steuert darüber über ihren Schlaf- und Wachrhythmus. Bei niederen Wirbeltieren, da ist diese Epiphyse selbst lichtempfindlich. Also beispielsweise, wir haben ein schönes Forschungsprojekt, bei dem wir mit Anolis forschen. Diese Anolis, das ist eine Art von Chamäleons. Und beispielsweise bei diesen Tieren, da sitzt diese Epiphyse relativ nah an der Kopfoberfläche und kann direkt durch Licht stimuliert werden. Da muss also quasi diese Information nicht extra durchs Auge gehen. Wie gesagt, Epiphyse ganz relevant eben für Ihre Schlafinduktion, auch ganz relevant für Ihre zirkadiane Rhythmik. Das werden Sie jetzt gerade merken, dass Sie vielleicht so ein bisschen morgens schwer aus dem Bett kommen, weil es einfach noch dunkel ist. Das liegt daran, dass einfach hier quasi Ihre Epiphyse nicht genügend Licht bekommt. Deswegen ein Tipp hier, wenn Sie morgens aufwachen und direkt auf Ihr Handy schauen, dann kann das tatsächlich Ihre Epiphyse direkt ansteuern. Denn Ihr Handy hat ganz viel, das entlässt ganz viel blaues Licht. Und dieses blaue Licht ist eigentlich genau das Licht, das hier unsere Epiphyse stimuliert. Andersrum natürlich, wenn Sie abends einschlafen wollen, sollten Sie gerade nicht auf Ihr Handy schauen, weil eben, wie gesagt, Ihr Handy produziert blaues Licht und das signalisiert dann eigentlich im Gehirn, hoch, es ist noch hell. Deswegen morgens direkt aufs Handy gucken, abends bitte nicht. So, kommen wir zum wichtigen Anhang an unseren Hypothalamus, nämlich unsere Hypophyse. Die Hypophyse, das ist das Ausführungsorgan des Hypothalamus. Also der Hypothalamus an sich, der kann nicht viel machen, sondern der braucht unsere Hypophyse, um überhaupt irgendwas zu tun. Die Hypophyse ist also relevant, um die Informationen aus unserem Gehirn, aus unserem zentralen Nervensystem, an unseren Körper weiterzugeben. Und diese Hypophyse, sind es eigentlich zwei Organe, die aber zusammenhängen. Und zwar haben wir einmal eine anteriore, also eine vordere Hypophyse, die Adenohypophyse. Und wir haben eine hintere, eine posteriore Hypophyse, die sogenannte Neurohypophyse. Und die Namen können Ihnen schon sagen, was diese beiden Teile der Hypophyse eigentlich tun. Denn die Adenohypophyse, die ist quasi selbst ein hormonproduzierendes Organ. Auf der anderen Seite die Neurohypophyse, die ist quasi nur eine Durchgangsstation für Axone, die aus dem Hypothalamus kommen. Schauen wir uns mal genauer an. Also unsere anteriore Hypophyse, unsere Adenohypophyse, die empfängt Hormone aus dem Hypothalamus. Auf diese Signale aus dem Hypothalamus hin produziert die selbst Hormone und entlässt dann die Hormone über das sogenannte Pfortadersystem. Dieses Pfortadersystem, das ist ein ganz, ganz fein verästeltes Adersystem, das eben hier unsere Hypophyse durchzieht. Und da in dieses Adersystem hinein werden die Hormone freigesetzt. Diese
Signalisierung läuft über, das hatte ich über ein Hormon, das hatte ich gerade eben schon erwähnt, unser TRH, Thyretotropin-Releasing-Hormon. Also hier Releasing-Hormon, ne, wie der Name schon sagt, ein Hormon, das eine weitere Freisetzung nach sich zieht. Wir haben hier also glandotrope Hormone. Glandotrop haben wir gerade schon kennengelernt, Hormone, die eine weitere Hormonproduktion bewirken, aber wir haben auch effektorische Hormone, also hier quasi Hormone, die direkt dann auf unseren Körper wirken, unter anderem hier unser Growth Hormone, also unser Wachstumshormon, also sprich hier eine Aktivität oder Inaktivität der Adenohypophyse kann beeinflussen, wie groß wir werden. Eine Frage. Die Frage ist, ob unser Wachstum davon abhängt, was wir wahrnehmen. Nein. Also der Zusammenhang zwischen der Aktivierung unseres Hypothalamus und der Freisetzung von Growth-Hormonen auf, also diese effektorischen Hormone, der ist nicht signalabhängig. Also der hängt nicht davon ab, ob wir beispielsweise viel positives Feedback bekommen, sondern das ist eben die Freisetzung von diesem Wachstumshormon ist eben gesteuert über beispielsweise die Transkription von ganz bestimmten Anteilen aus unserer DNA an ganz bestimmten kritischen Punkten in unserer Entwicklung. Also das ist nichts, was auf einen Reiz hin passiert. Auf der anderen Seite, auf der Hinterseite, finden wir unsere Neurohypophyse oder posteriore Hypophyse. Die ist sehr viel einfacher als die anteriore Hypophyse, ist auch nicht ganz so relevant. Die ist im Grunde einfach nur eine Durchgangsstation. Da haben wir also die Zellkörper, die sitzen im Hypothalamus und die Axone von diesen Zellkörpern, die ziehen durch oder in unsere Neurohypophyse, um dann eben hier die Transmitter ins Blut freizusetzen. Also im Grunde die Neurohypophyse, also die posteriore Hypophyse, die macht nicht sonderlich viel, sondern die ist quasi wirklich einfach nur dazu da, um Hormone aus dem Hypothalamus ins Blut rauszuschicken. Das ist vor allem relevant für ganz bestimmte Peptidhormone, die unter anderem unseren Wasserhaushalt steuern, also unter antidiuretisches Hormon, das eben steuert, wie viel Wasser wir aus unserem Körper rausschütten oder behalten, oder Oxytocin. Oxytocin haben Sie vielleicht schon mal gehört, so als das Bindungshormon. Das ist also ein Hormon, das unter anderem unser Sexual- und Bindungsverhalten steuert, aber auch ganz viele andere Regulationsprozesse in unserem Körper hat. Ja. Genau, die Frage ist, ob das jetzt der magnozelluläre Pfad ist. Ja, das ist der magnozelluläre Pfad. Genau, also der magnozelluläre Pfad, der zieht eben aus dem Hypothalamus in die Neurohypophyse, also in den Hinterlappen. Der parvozelluläre Pfad, das ist der in den Vorderlappen. Okay, gehen wir einen Schritt weiter runter. Dann sind wir hier an unserer Schilddrüse. Die können Sie bei sich selber auch mal so ertasten. Hier haben wir vorne bei Ihnen Ihren Kehlkopf und dann daneben sitzt so schmetterlingsförmig davor Ihre Schilddrüse. Auch die Schilddrüse sind es im Grunde zwei Organe. Wir haben nämlich einmal unsere Schilddrüse und wir haben unsere Nebenschilddrüse. Die Schilddrüse, das ist auch so ein weiteres Ausführungsorgan, also ein effektorisches Ausführungsorgan in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Also hier kommt beispielsweise dann bewirkt, wir kommen gleich dazu, TRH wirkt auf die Hypophyse, da wird dann TSH freigesetzt und dieses TSH wirkt dann auf unsere Schilddrüse. Auf der anderen Seite unsere Nebenschilddrüse, das sind quasi kleine Zellhaufen in der Schilddrüse drin, die vor allem relevant sind für die Steuerung unseres Wasserhaushalts. Die nehmen also Informationen aus dem Blut auf, um quasi unsere Homöostase, also quasi unser Gleichgewicht in unserem Körper zu steuern. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Also unsere Schilddrüse, die bekommt also Informationen aus unserem Hypothalamus über unseren Hypophysenvorderlappen.
Die Namen von diesen ganzen Hormonen müssen Sie jetzt nicht unbedingt merken. Sie sollten sie schon mal gehört haben, vor allem die Abkürzung TRH und TSH sollten Sie schon mal gehört haben. Also TRH, unser Thyrotropin-Releasing-Hormon, das hatte ich eben schon erwähnt, das ist das Hormon aus dem Hypothalamus, das dann auf die Hypophyse wirkt. Und in der Hypophyse wird dann ein weiteres Hormon produziert, TSH, Thyrotropin. Ne, wir haben ja vorher das Thyrotropin-Releasing-Hormon. Und wie der Name schon sagt, bewirkt dieses Thyrotropin-Releasing-Hormon den Release, also die Freisetzung von unserem Thyrotropin, das dann auf unsere Schilddrüse wirkt. Und das damit vor allem den Energieumsatz in unserem Körper moduliert. Also man moduliert den Stoffwechsel, moduliert die Herzaktivität, moduliert also so ein bisschen, wie viel Energie unser Körper hat. Da gibt es zwei Abweichungen. Die Abweichung von dieser Aktivität unserer Schilddrüse kann in zwei Richtungen gehen. Entweder haben Sie eine Hyperthyreose, das heißt, Ihre Schilddrüse ist überaktiv, oder Sie haben eine Hypothyreose, das heißt, Ihre Schilddrüse ist unteraktiv. Eine Hyperthyreose, das zeichnet sich vor allem durch eine gesteigerte Erregbarkeit aus, den sogenannten Morbus Basedow. Dieser Morbus Basedow, da haben wir eben einen erhöhten Energieumsatz, das heißt, Sie haben Schwierigkeiten beispielsweise Fettgewebe aufzubauen, weil Ihr Körper sehr viel Fett verbrennt. Sie nehmen also ab. Genauso wird diese Hypothyreose kennzeichnet sich dadurch, dass Ihre Augen so ein bisschen hervortreten. Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein interessanter Nebenaspekt von dieser Schilddrüse, sondern das ist ein ganz relevanter Aspekt, wenn Sie irgendwann mal als klinischer Psychotherapeut oder klinische Psychotherapeutin arbeiten. Denn diese Hypothyreose, die geht mit einem erhöhten Erregungslevel einher, das heißt mit einer erhöhten Nervosität, die unter anderem auch zu Angst- oder Panikzuständen führen kann. Das heißt, sollten Sie eines Tages eine Patientin, einen Patienten bei sich in der Klinik oder der Praxis haben, die über Nervosität oder Übererregbarkeit klagt, bevor Sie dann da irgendwie psychotherapeutisch tätig werden oder irgendein angstlösendes Mittel geben, schauen Sie sich mal an, was denn eigentlich die Schilddrüse so tut. Also das ist einfach so die körperliche Anamnese, also die Erfassung der körperlichen Funktionen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie abklären müssen, bevor Sie psychotherapeutisch tätig werden, weil es kann einfach daran liegen, dass die Person einfach beispielsweise eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Auf der anderen Seite eine Schilddrüsenunterfunktion, die hat häufig den Auslöser Jodmangel. Das ist hier jetzt im Norden nicht so das richtige Problem. Sie haben ja genügend Meer und genügend Fisch, über das Sie Jod aufnehmen können. Aber wenn Sie, also ich komme aus dem Süden, da ist das Meer relativ fern. Da haben Sie beispielsweise das Problem, wenn Sie da in den Bergen wohnen, kommen Sie zu wenig an Jod dran. Und dieses Jod, dieser Jodmangel kann dann eben dazu führen, dass hier diese Stoffe die übertragenen Stoffe in der Schilddrüse nicht synthetisiert werden können. Und dieser Jodmangel hat dann quasi genau das Gegenteil nach sich, also eine Antriebslosigkeit, eine Zunahme von Körpergewicht, Wachstumsstörungen und teilweise auch eine geistige Retardierung, also kann auch Entwicklungsstörungen nach sich ziehen. Also auch hier wieder, wenn Sie eine Patientin, einen Patienten vor sich haben, der eben über Gewichtszunahme oder Antriebslosigkeit klagt, vielleicht mal gucken, ob auch hier einfach die Schilddrüse nicht richtig gut funktioniert. Die Nebenschilddrüse hatte ich gerade eben schon ganz kurz nebenbei erwähnt. Die ist vor allem eben hier relevant so quasi für unsere Arbeit unseres gesamten Körpers, eben vor allem hier über die Steuerung quasi unseres Calcium-Levels in unserem Blut. Also je nachdem, wie viel Calcium wir in unserem Blut haben, wird hier dann beispielsweise Calcium aus unseren Knochen abgebaut, um dann eben hier den Calcium-Level oben zu halten. So, gehen wir einen Schritt weiter nach unten. Ne, wir waren jetzt am Hals, jetzt gehen wir hier zu unseren Nieren. Vor allem nicht den Nieren selbst, sondern zu einem kleinen Organ, was oben auf den Nieren drauf sitzt, nämlich die Nebenniere, auf Englisch Adrenal Gland. Deswegen HPA, Hypophyse, Pituitary, Hypothalamus und Adrenal Gland, unsere Nebenniere. Deswegen daher kommt der Name HPA-Achse. Diese Nebenniere ist auch wieder
eigentlich nicht kein einheitliches Organ, sondern sind auch wieder zwei Organe in einem. Nämlich einmal haben wir in dieser Nebenniere unser Nebennierenmark, das ist quasi das Innere unserer Nebenniere. Das Nebennierenmark wird gerne so genommen oder angesehen als Teil unseres zentralen Nervensystems. Das ist ja in unserem Körper, ist eigentlich unserem peripheren Nervensystem, das hat aber ganz, ganz enge Verbindungen zu unserem zentralen Nervensystem und ist ein ganz starker Vermittler für die Wirkung des sogenannten Sympathikus. Sympathikus werden wir dann in einer von den nächsten Sitzungen nochmal genauer kennenlernen. Der Sympathikus, das ist ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, also quasi das Nervensystem, das unseren Körper steuert und das vor allem relevant ist für die Erregung, also für die Aktivierung unseres Körpers. Also hier ist ganz relevant die Synthese von Adrenalin und Noradrenalin, diesen erregenden Hormonen, diesen erregenden Übertragungsstoffen. Auf der anderen Seite haben wir unser Nebennierenkortex oder Nebennierenrinde. Also Kortex, auch so ein Begriff, den wir immer wieder kennenlernen in unterschiedlichen Kontexten. Kortex bedeutet nichts anderes als Rinde. Also unsere Nebennierenrinde, die ist aus mehreren Schichten aufgebaut und hier werden vor allem Steroidhormone produziert. Also eben diese ganzen Hormone, beispielsweise Glukokortikoide, Cortisol, die dann wiederum relevant sind für diese Feedbackschleife in unserer HPA-Achse. Wir haben es ganz am Anfang kennengelernt, diese Feedbackschleife in der HPA-Achse, also unser Hypothalamus aktiviert unsere Hypophyse, Hypophyse aktiviert unsere Nebenniere, vor allem Nebennierenrinde, da werden dann Glukokortikoide produziert, unser Cortisol, und dieses Cortisol wirkt dann wiederum zurück auf unser zentrales Nervensystem, um dann eben quasi entweder diese ganze Feedbackschleife aufrechtzuerhalten oder eben auch wieder zu bremsen. Ganz wichtig, also eben diese Glukokortikoide, ganz, ganz zentral bei einer Stressreaktion. Wirken entzündungshemmend, immunsuppressiv, das ist quasi immer dann, wenn sie Stress haben, wenn sie in einer Bedrohungssituation sind, dann wird quasi ihr Körper, weil sie alles, was sie im Körper nicht brauchen, also ne, sowas wie Entzündungen oder Immunsystem brauchen sie in dem Moment nicht, das wird alles reduziert auf eine erhöhte Funktion, auf eine erhöhte Funktionsbereitschaft ihres Körpers. Mineralkortikoide, die sind vor allem relevant für den Wasser- und Elektrolythaushalt, also beispielsweise im Fall einer Stressreaktion auf die Rückhaltung von Wasser. Auch das können Sie mal bei sich selber ausprobieren. Wenn Sie dann jetzt Ende des Semesters in der Klausur sitzen, können Sie mal vor der Klausur mal einen Liter Wasser trinken und sich überlegen, okay, muss ich während der Klausur auf die Toilette gehen? Sollten Sie Stress haben, sollten hier eigentlich diese Mineralkortikoide produziert werden, die dazu führen, dass hier eben dieses Wasser in Ihrem Körper gehalten wird und nicht aus Ihrem Körper ausgeschieden wird. Und eben ist auch die Nebennierenrinde relevant für die Produktion von Androgenen, also Sexualhormonen, die vor allem dann ihre körperliche Entwicklung entlang ihrer Pubertät beispielsweise steuern. Bleiben wir also etwa in unserem Bauchraum, dann haben wir noch unsere Bauchspeicheldrüse. Diese Bauchspeicheldrüse, die ist vor allem relevant für die Produktion von Hormonen, eben für das Äußere des Körpers, hatte ich schon vorhin erwähnt. Ne? Und wir können unseren Darm im Grunde anschauen als Teil oder eine Kontaktstelle zum Äußeren unseres Körpers. Also hier vor allem werden hier Enzyme produziert, die für die Verdauung relevant sind. Aber wir haben in dieser Bauchspeicheldrüse auch die sogenannten Langerhanschen Inseln. Und diese Langerhanschen Inseln, die produzieren unter anderem Insulin, also ein Stoff, der vor allem relevant ist für die Steuerung der Zuckeraufnahme oder Zuckersynthese, also beispielsweise die Aufnahme von Zucker dann zurück in die Leber, Muskulatur und Fettzellen oder eben auch die Senkung der Zuckerkonzentration im Blut. Also Insulin kennen Sie vielleicht aus dem Kontext der Diabetes. Da ist eben genau diese Funktion von diesen Langerhanschen Inseln ist da beeinträchtigt. Auf der anderen Seite Glucagon, auch irgendwas mit Zucker zu tun. Also hier Glucagon, genau das Gegenteil, eben relevant für die Freisetzung von Glucose, also von Zucker ins Blut, also hier eben unsere Bauchspeicheldrüse ganz, ganz relevant für eben auch wieder unseren Energiehaushalt in unserem Körper, also die Aufnahme oder Freisetzung von Zucker hier. Dieser Zusammenhang oder dieses Zusammenspiel zwischen Insulin und Glucagon
steuert eben auch unter anderem so diese ganze Funktion unseres Körpers, unter anderem eben, ob wir in einem regenerativen Zustand sind, also ob unser Körper neue Ressourcen anhäuft, also neue Ressourcen anbaut, also der sogenannte Aufbaustoffwechsel oder Anabolastoffwechsel, also wird unser Körper regeneriert oder sind wir in einem Abbaustoffwechsel, einem Katabolenstoffwechsel, in dem dann eben die einmal geschaffenen Speicher, die einmal geschaffenen Ressourcen an unseren Körper freigesetzt werden. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die sehr viel Sport machen, die kennen vielleicht diesen Zusammenhang, dass wir einmal auf der einen Seite natürlich trainieren müssen, um einen ganz bestimmten Zustand in unserem Körper herzustellen, also beispielsweise irgendwelche Lager für Zucker oder Fette anzulegen und die dann eben im Kontext einer körperlichen Belastung dann wieder freizusetzen. Also dieses Zusammenspiel zwischen dem Anlegen von ganz bestimmten Lagerstätten und dem Abbau und der Freisetzung von diesen Stoffen, das ist eben auch hier über die Funktion von Insulin und Glucagon gesteuert. Und zu zuletzt haben wir noch unsere Keimdrüsen. Da werden eben vor allem Steroide produziert, die unser Sexualverhalten und die körperliche Entwicklung entlang unserer Pubertät, also unserer körperlichen Entwicklung, steuern. Auch hier haben wir wieder eine Steuerung über die HPA-Achse. Also die Aktivität unserer HPA-Achse kann in dem Fall auch einen Einfluss auf unsere körperliche Entwicklung entlang unserer Pubertät haben. Also vorhin gab es die Frage, ob beispielsweise eine Aktivierung von unserem Hypothalamus auch bewirken kann, beispielsweise die Freisetzung von Human Growth Hormone, also von diesem Wachstumshormon. Das ist eher nicht so, aber diese Aktivierung der HPA-Achse steuert beispielsweise die Freisetzung von diesen Sexualhormonen, kann dann beispielsweise den Beginn unserer Pubertät in zeitlich eben verschieben. Also auch das weiß man, dass quasi Stress auch hier quasi auf unsere körperliche Entwicklung einwirken kann. Die können eben auch jetzt hier auf unsere unterschiedlichen Keimdrüsen eben wiederum wirken, um dann eben beispielsweise den Uterus oder die Hoden zu beeinflussen, um hier dann auch wieder eine ganz bestimmte Wirkung auszulösen. Bei Tieren ist es auch schon nachgewiesen, dass teilweise diese Hormonwirkung auch verhaltenssteuernd wirken kann. Also Tiere haben abgesehen von dem Riechsystem noch ein zweites Organ im Nasenrachenraum, das sogenannte vomeronasale Organ. Da werden wir genauer darauf zu sprechen kommen, wenn wir unsere chemischen Sinne kennenlernen. Und die Aktivierung von diesem vomeronasalen Organ, das erfolgt eben über chemische Botenstoffe, kann dann eben auch wieder eine Aktivierung von diesen Keimdrüsen nach sich ziehen und damit auch zumindest bei Tieren verhaltenssteuernd wirken. Werden wir uns aber noch genauer anschauen, wenn wir uns mit den chemischen Sinnen beschäftigen. So, auf den nächsten zwei Folien habe ich Ihnen das Ganze nochmal genau zusammengefasst in Tabellen. Die werden wir jetzt nicht genauer durchgehen, können Sie einfach dann nochmal ganz kompakt zusammengefasst nachlesen, weil ich fand es im Chandri jetzt nicht ganz so schön dargestellt, wo denn eigentlich unsere ganzen Hormone produziert werden und was die alles für Wirkungen haben und wie die alle eigentlich heißen. Zu guter Letzt müssen wir uns natürlich noch anschauen, wir haben nicht nur hormonproduzierende Organe, also unsere Hormondrüsen, sondern wir können unsere Hormone eben auch aglandulär, also außerhalb von diesen hormonproduzierenden Drüsen haben. Eben zum Beispiel, wenn dann die Hormone direkt am Verwendungsort, am Wirkungsort produziert werden. Das ist eben hier im Magen-Darm-Trakt, wenn wir unsere Verdauung steuern wollen, in der Niere, wenn wir den Wasserhaushalt steuern wollen, im Gewebe dann eben, wenn es um die Entzündungsprozesse geht, das hatten wir gerade schon immer mal wieder erwähnt, wenn es hier vor allem eben um diese Entzündungsprozesse geht, wenn wir uns schneiden, dann quasi direkt im Gewebe werden dann hier aus den Mastzellen ganz bestimmte Hormone freigesetzt, die dann wiederum in unser Schmerzsystem einwirken, die Durchblutung steuern, und eben hier auch Fremdkörper, also beispielsweise im Kontext von einer Entzündung, ganz bestimmte Fremdkörper bekämpfen können, also unser Immunsystem beeinflussen können. Das heißt, Hormone sind auch in Organen relevant, die jetzt nicht unbedingt Teil unseres Hormonsystems sind,
Also es ist quasi nicht die Hauptaufgabe dieser Organe, Hormone zu produzieren. Wir haben also Organe, deren Hauptaufgabe ist es, Hormone zu produzieren, aber wir haben auch hormonproduzierendes Gewebe in Organen, die eigentlich jetzt erstmal andere Aufgaben haben. Das ist eben jetzt quasi diese aglanuläre Produktion. Und diese aglandulären oder extraglandulären Hormone, die sind auch beispielsweise ganz relevant, um eben beispielsweise wiederum unseren Körper zu steuern, zum Beispiel die Produktion von roten Blutkörperchen. Erythrotropin, EPO abgekürzt, das zum Beispiel in der Niere gebildet wird, also Niere ist ein Organ, das ist kein, kommen gleich dazu, das ist kein Organ, das hauptsächlich damit beschäftigt ist, Hormone zu produzieren, sondern ist ganz relevant, um eben hier unser Blut zu verarbeiten. Hier wird ein Hormon produziert, eben dieses EPO, das für die Steuerung und die Produktion von unseren roten Blutkörperchen ganz relevant ist. Also es wird beispielsweise verwendet, sollten Sie an eben einem Mangel von roten Blutkörperchen leiden, beispielsweise im Kontext von einer Chemotherapie oder von Nierenleiden. Haben Sie zu wenig Blutkörperchen, zu wenig rote Blutkörperchen, können also nicht genügend Sauerstoff transportieren, das kann also dann durchaus auch lebensgefährlich sein. Aber dieses EPO, ein Steroidhormon, wird tatsächlich auch verwendet, um eben im Sport zu betrügen. Da gab es, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind Sie schon so ein bisschen zu jung dafür, vor einer Zeit den Sportler Lance Armstrong, der sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Lance Armstrong hat beeindruckenderweise ganz häufig nacheinander die Tour de France gewonnen, bis man dann rausgefunden hat, Moment mal, der hat ja mit EPO gedopt, also der hat dieses EPO eben quasi künstlich zu sich genommen, um die Konzentration von roten Blutkörperchen zu steuern, um damit eben seine Sauerstofftransport im Blut zu verbessern. Wenn man das Ganze legal machen möchte, also diejenigen von Ihnen, die parallel noch irgendwie Sportler sind oder Sport machen wollen, wenn Sie nicht mit EPO dopen wollen und Ihre Konzentration von roten Blutkörperchen steigern wollen, dann sollten Sie irgendwo hingehen, wo die Sauerstoffkonzentration niedriger ist, also irgendwo aus Kiel weg, irgendwo in die Berge gehen, dann ist die Sauerstoffkonzentration niedriger und eben hier dieses EPO wird natürlicherweise aktiviert und hier werden einfach mehr rote Blutkörperchen produziert. Das ist dann das sogenannte Höhentraining, was ganz viele Sportlerinnen und Sportler eben machen, um hier quasi die Sauerstofftransport zu verbessern. So, jetzt gab es aber hier in der Mitte vor einer ganzen Weile schon eine Frage. Die Frage ist, ob die aglanduläre Produktion, ob es da häufig eine autokrine Signalübertragung gibt. Es gibt bei der aglandulären Wirkung von Hormonen sicherlich eine autokrine Wirkung, aber die autokrine Wirkung ist nicht auf die aglanduläre Produktion von Hormonen beschränkt, sondern das finden Sie auch direkt an den Hormonen produzierenden Drüsen. Also auch beispielsweise bei der Nebenniere Rinde, beim Nebennierenmark haben wir quasi eine Reaktion auf die wiederum produzierten Hormone. Also das ist quasi nicht 1:1, das aglandulär ist immer autokrin. Das ist nicht 1:1. Okay, wir sind heute irgendwie sehr schnell. Wir hätten heute so ein bisschen kennenlernen sollen, wie denn eigentlich Hormone funktionieren, wo sie herkommen, wo sie hingehen und was sie so tun. Und das Wichtige, was Sie mitnehmen sollten aus der heutigen Sitzung, ist, dass Hormone ganz relevant sind für all die Prozesse, mit denen wir die Funktion unseres Körpers steuern. Also unser Körper reagiert auf psychische Vorgänge, zum Beispiel Stress, auf Erregung, auf Angst, auf diese ganzen psychischen Vorgänge reagiert unser Körper und diese Steuerung von unserem zentralen Nervensystem aus dem Körper und die Rückmeldung aus dem Körper an unser zentralen Nervensystem, da sind die Hormone ganz zentral und ganz wichtig. Gibt es dazu von Ihnen für heute noch irgendwelche Fragen? Ja, hinten. Die Frage ist, ob Sie zum Beispiel diese Tabelle hier auswendig lernen sollen für die Klausur. Nein, bitte lernen Sie diese Tabelle nicht auswendig. Lesen Sie sich das Kapitel im Chandri durch, was der Herr Chandri zu den Hormonen sagt.
Das ist so das Level. Sie sollten diese ganzen Sachen mal gehört haben, dieses ist relevant. Eben, ich hatte es vorhin erwähnt, für die klinische Psychologie ist es unglaublich relevant zu wissen, wie diese HPA-Achse funktioniert. Ob jetzt aber TRH, Thyrotropin-Releasing-Hormon heißt oder Thyretrotropin-Releasing-Hormon oder so, das müssen Sie nicht wissen. Sie sollten allerdings wissen, wie funktioniert die HPA-Achse. Das ist das, was Sie auf jeden Fall wissen müssen. Noch mehr Fragen? Okay, wunderbar. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.